So, wir haben jetzt eine kleine Änderung der Reihenfolge. Wir haben uns entschlossen, den Artus Göpinar vorzuziehen. Der ist Landessprecher von den Linken und kommt extra aus München. Und damit er sozusagen seine Heimreise wieder auf die Bühne kriegt, sozusagen, möchte ich den Artus jetzt ans Mikrofon bitten. Dankeschön. Liebe Ansbacher, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Natürlich nehme ich die Reise sehr gerne auf mich nach Ansbach. Ich möchte vorweg schöne Grüße ausrichten von meinem Ansbacher, der heute nicht da ist, Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneter. Ich kann ihn zumindest nicht in der Größe vertreten, aber ich versuche es zumindest in der Redegröße einigermaßen zu vertreten, liebe Ansbacherinnen, liebe Ansbacher. Ganz kurz vorweg bin ich doppelt dankbar, warum ihr in Ansbach heute auch eine Demo macht, obwohl natürlich in Hamburg so viel stattfindet. Aus zwei Gründen. Zum einen ganz persönlich, weil ich die Möglichkeit habe, hierher zu kommen und nicht die Möglichkeit gehabt hätte, nach Hamburg zu kommen. Deswegen aus ganz egoistischen Gründen vielen Dank. Zum Zweiten was ganz anderes und mir sehr wichtiges. In Hamburg finden gerade riesige Demonstrationen statt von zigtausenden von Menschen. Die letzten Wochen haben sie schon stattgefunden. Und wir lesen heute, wer heute schon die wunderbaren Bild-Zeitungsautomaten gelesen hat, lesen heute wieder nur eine Nachricht. Ich finde das falsch. Das Problem ist, dass nur wir, die hier vor Ort auch demonstrieren, die richtige Nachricht weitersenden können, weil das der Springer Verlag nicht tun wird. Er wird es nicht wollen, warum wir G20 scheiße finden, sowohl die Demonstrierenden in Hamburg, wie auch die Menschen hier. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier mit demonstriert. Nun wird ja von den G20 Freundinnen und Freunden immer gesagt, dass miteinander reden doch ganz sinnig ist. Und das stimmt. Miteinander reden ist wirklich sinnvoll. Und ich glaube, die Linken sind die Letzten, die in Internationalismus, also miteinander reden über Nationen hinweg und miteinander streiten über Nationen hinweg, ablehnen würden. Aber ich denke, es sind die Falschen, die dort miteinander reden. Es sind nicht legitimierte Menschen, die dort reden. Es gibt genug Gründe, worüber man diskutieren könnte oder genug Themen, worüber man reden könnte. Ich rede von Armut und Reichtum. 2014 waren es noch 80 der reichsten Menschen, die genauso viel hatten wie die Hälfte, wie die andere Hälfte der Weltbevölkerung. 2015 waren es 62, die genauso viel hatten wie die ärmste, der ärmere Teil der Weltbevölkerung. Und letztes Jahr war es laut Oxfam nur noch 8. Und das ist krass. Und das Spannende ist natürlich, dass Oxfam sofort kritisiert wurde. Man weiß ja gar nicht, wie viel die Hälfte der Weltbevölkerung hat. Und man weiß auch nicht ganz genau, die Reichen, die wollen es dann verstecken, wie viel die haben. Es ist mir völlig egal, ob es 8 oder 9 sind. Es sind zu wenige. Die Armut und der Reichtum, der muss ausgeglichen sein. Es sind noch weitere Gründe. Es geht um Krieg. Das Elend der Welt klopft an. Aber der Krieg geht von uns aus und er produziert alles. Vor allem Armut. Und es ist die Ökologie, die meine Vorrednerin, die Vorredner schon angesprochen haben. Es ist die Ökologie, wenn wir keine Welt schaffen, in denen jeder und zwar überall gut leben kann, dann wird sie untergehen, das produziert Armut. Aber diese G20, mit dem wird es halt nicht funktionieren. Ich nenne drei Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Die werden keine Lösung für uns finden. Zum einen finde ich schon spannend, wie die Gründung stattgefunden hat. Ich habe nochmal nachgeschaut, das waren nicht irgendwelche Leute, die G20 machen wollten, das waren die G7, also nochmal ein paar weniger, Finanzminister, die gesagt haben, wir machen einen G20-Gipfel. Es war 99, seitdem findet der statt. Ich glaube, da ist der Anfang schon irgendwie falsch gelaufen, wenn die Finanzminister der reichsten 7 sagen, wir wollen doch mal zu 20 diskutieren. Zum Zweiten, schauen wir mal auf die eigenen Länder. Es ist die Armut in den eigenen Ländern, die vielleicht aussagen könnte, warum das nicht diejenigen sind, die die Armut in der Welt bekämpfen können. Denn auch hier in Deutschland, auch in den USA und in anderen Ländern existiert Armut und sie wird immer größer. Sowohl international wie national wächst die Armut und es wächst auch der Reichtum und beides ist ein Problem. Und das beste Beispiel ist eben eine Merkel, die einen Niedriglohnsektor geschaffen hat, der in Europa seinesgleichen sucht. Und der genau das Gleiche macht, wie es weltweit passiert. Der Niedriglohnsektor in Deutschland schafft die Armut in Europa. Weil wir Exportweltmeister sind, können die anderen Menschen in anderen Ländern gar nicht mehr mithalten. Das heißt, einige von uns werden auch hier in Deutschland superreich, die Deutschen bleiben zum Großteil arm und Europa blutet aus. So ist die Realität, liebe Freundinnen und Freunde.
Und der letzte Punkt ist natürlich, dort reden die reichsten Länder der Welt miteinander. Ich glaube nicht, dass in einem kapitalistischen System, und es tut mir leid, ich rede dann von Kapitalismus, so links bin ich nun mal, dass die es schaffen werden, die so profitorientiert sind, dass sie es schaffen werden, von einer Reichtumakkumulation abzusehen. Die werden natürlich weiter Reichtum für ihre eigenen Länder produzieren und natürlich nicht den armen Ländern helfen und großmutig so tun, wir 20 helfen den anderen 174, wenn ich mich nicht getäuscht habe, 175, wenn man die EU davon abzieht. Das würde einfach nicht passieren. Es ist in sich unlogisch, diesen Menschen zu vertrauen. Also in Hamburg sitzen nicht diejenigen, die es lösen werden, sondern es sitzen diejenigen dort, die die Probleme schaffen. Und wir können das nur ändern. Ich nenne ganz kurz vier Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man doch mal ansetzen. Und da sind kleinere wie größere Punkte dabei. Zum einen geht es um die Regionalisierung der Wirtschaftskreisläufe. Es wird nicht passieren, dass wir hier, wir brauchen kein Fleisch aus anderen Ländern, wir brauchen keine Nahrungsmittel in anderen Ländern produzieren. Das kriegen wir zum Großteil hier hin. Das Spannende ist aber, das kriegen die Menschen in Afrika eigentlich auch zum Großteil hin. Wenn wir aber unsere Sachen dorthin exportieren, können die Menschen dort nicht mithalten. Sie werden verlieren, sie werden selbst unfähig werden, es zu produzieren. Und das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wir können doch mal anfangen, nicht nur die Rohstoffe von denen zu klauen, wir können doch mal anfangen, den Leuten die zu befähigen, selbst aus den Rohstoffen was Eigenes zu produzieren. Dann geht es halt darum, den Menschen Ausbildung zu gewährleisten, Ausbildung zu schaffen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen, auch selbst glaube ich für die Linken, ein bisschen radikal. Wir haben ja das gesehen, wie es Elend anklopft. Und wir haben gesehen, wie es Elend hier ist. Die meisten Menschen, leider die, die eben CSU wählen, haben ja schon ein Problem, dass diese Menschen, die jetzt hier sind, eine Ausbildung bekommen. Und ich denke immer, wenn wir wirklich von Selbstermächtigung sprechen, dann lasst sie uns doch zwei Ausbildungen zahlen. Eine Ausbildung, die sie hier haben wollen, wo sie hier bleiben können, wenn sie wollen. Auch dann übrigens auch aus ökonomischen Gründen. Alles Blödsinn. Die schaffen unseren Reichtum damit. Die zweite Ausbildung könnte eine Ausbildung sein, wenn die Menschen zurück wollen. Nur wenn sie wollen. Wenn sie zurück wollen, dann kriegen sie eine Ausbildung, die dort helfen könnte, wenn es dort irgendwann wieder besser laufen sollte. Das wäre eine Möglichkeit der Selbstermächtigung, die Menschen zu befähigen, um eine aufzubauen. Und natürlich haben wir die internationalen Konzerne. Und die sagen immer, sie können nicht kontrollieren, was, wo, wie in ihren Partnergesellschaften, Partnerfirmen in Kambodscha und so weiter, wie dort gearbeitet wird. Natürlich ist das möglich. Am besten schaffen das übrigens Betriebsräte. Die kontrollieren nämlich, wie es um ihre eigenen Interessen vor Ort bestellt ist. Und wenn wir sie dazu zwingen, dass sie Betriebsräte einstellen bei Strafe, dann werden auch die internationalen Konzerne sich irgendwann dran halten müssen. Auch solche Ideen gibt es, auch solche Ideen werden bei G20, ihr könnt mich korrigieren, ich weiß nicht persönlich dabei, nicht besprochen. Ich glaube, wir haben 7 Minuten aufgemacht, deswegen komme ich zum Schluss. Der wichtigste Punkt ist mir, ja, bitte geht am 24. September wählen und ich mache auch gleich Werbung wählen, darum geht es mir gerade aber nicht. Mir geht es darum, dass wir uns selbst ermächtigen. Denn diese G20 zeugen doch von allem einer meiner Lieblingslieder, ich gebe es ja zu, es rettet uns eben kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, um uns aus dem Elend zu erlösen. Das können wir nur selber tun. Und das heißt, dass nicht wir denen die Aufgabe überlassen. Ich habe gerade erklärt, warum es nie funktionieren kann. Wir müssen uns ermächtigen. Deswegen bin ich euch dankbar, dass ihr heute hier seid. Und ich bitte euch, geht in den nächsten Monaten raus und sagt, was wir verändern müssen. Redet mit euren Menschen, die in eurer Umgebung sind. Erst dann können wir es verändern. Mit den Menschen vor Ort und international werden wir es verändern. Vielen, vielen Dank.